Das war jetzt also das erste von sechs möglichen Anwendungsfällen für Langzeitbelichtung, die ich dir einmal vorstellen möchte. Und wir kommen jetzt zum zweiten Anwendungsfall, der eigentlich sehr ähnlich ist zum Thema Wolken ziehen lassen. Und das ist das Thema Wasser weicher machen bzw. glatter machen. Auch hier habe ich wieder zwei Beispielbilder für dich, die ich dir jetzt einmal zeigen möchte und dir kurz ein bisschen was zu diesem Effekt erzählen möchte. Auf dem ersten Beispielbild hier siehst du einen der Niagara-Fälle in Niagara Falls in den USA bzw. in Kanada. Und du siehst hier das Bild der Wasserfälle, die von der anderen Flussseite aus angestrahlt werden und auch wieder einmal zu den EXIF-Daten. Wir haben hier ISO 100, 32 mm Brennweite, Blende 11 und 25 Sekunden Belichtungszeit. Und diese 25 Sekunden Belichtungszeit, die sorgen hier dafür, dass du diesen Wasserfall gar nicht mehr so richtig als Wasserfall wahrnimmst, sondern wenn du dieses Bild betrachtest, sieht es eigentlich viel mehr so aus, als hätten wir da Vorhänge vor uns. Ja, so typische Seitenvorhänge in verschiedenen Farben, die einfach nett gerafft an so einer Kante herunterhängen. Und genau das ist das, was eine Langzeitbelichtung leisten kann, wenn es um das Thema fließendes Wasser geht. Denn fließendes Wasser wird sehr viel weicher gemacht durch eine Langzeitbelichtung und so entsteht der Effekt von nicht mehr Wasser, sondern mehr eine Art Nebel, mehr eine Art Gischt, eine Art Rauch, eine Art Dampf, der durch das Bild zieht. Und das macht Wasser sehr abstrakt. Das macht dieses ganze Bild auch sehr abstrakt. Wenn wir das mit einer Belichtungszeit von zum Beispiel einer 800. Sekunde belichtet hätten, dann wäre das Wasser extrem scharf abgebildet. Wir hätten extrem viel Struktur in dem Wasser, weil jede kleine Welle, jede kleine Bewegung, jeder kleine Spritzer wäre scharf abgebildet worden. Durch Langzeitbelichtung bügeln wir das alles glatt. Wir machen sozusagen eine Art Mittelwert aus den ganzen Unebenheiten, die dieses Wasser besitzt. Und dadurch wird es sehr, sehr glatt und in dem Fall auch sehr abstrakt. Das ist natürlich jetzt eine Technik, die funktioniert sehr, sehr gut bei schnell fließenden Gewässern. Und deshalb haben wir hier auch nur eine Belichtungszeit von 25 Sekunden. Du wirst auch wieder beim nächsten Beispielbild sehen, dass die Belichtungszeit durchaus auch sehr viel länger sein kann, um einen entsprechenden Effekt zu erreichen. Das hängt sehr mit der Fließgeschwindigkeit des Wassers zusammen. Bei Wasserfällen oder bei schnell fließenden Bächen sind Belichtungszeiten von 15 bis 25 Sekunden völlig ausreichend. Manchmal reicht es sogar noch kürzer zu belichten, um eben diesen Effekt wie auf diesem Bild zu erreichen. Bei anderen Geschichten sieht es anders aus, da muss die Belichtungszeit länger sein und das zeige ich dir im nächsten Bild. Dieses Bild hier zeigt die Seelandbrücke in den Niederlanden, eine der bekanntesten Brücken, zumindest im Bereich der Architekturfotografie. Und dieses Foto, auch hier einmal zu den EXIF-Daten, ISO 200, 40 mm Brennweite, Blende 8 und 360 Sekunden, also 6 Minuten Belichtungszeit. Und auch hier ist auf den ersten Blick erkennbar, was diese 6 Minuten gemacht haben. Diese 6 Minuten haben nämlich dafür gesorgt, dass sich das Wasser im Vordergrund und der Himmel im Hintergrund darüber quasi identisch angleichen. Himmel und Wasser sind nicht mehr wirklich zu unterscheiden. Das macht in diesem Fall natürlich auch zusätzlich die Abendstimmung, die natürlich im Wasser gespiegelt wird und deshalb das Wasser tatsächlich noch viel mehr aussieht wie der Himmel. Aber die 6 Minuten Belichtungszeit waren hier vor allem dazu da, das Wasser im Vordergrund wirklich spiegelglatt zu machen. Ich wollte dafür sorgen, dass keine einzige Bewegung mehr zu sehen ist, um eben diese Illusion zu erzeugen von dieser Brücke, die so im Unendlichen verläuft. Es gibt nicht so richtig einen Anfang, nicht so richtig ein Ende und es gibt vor allem nicht ein Fundament, auf dem die Brücke steht. Denn das ist nicht mehr erkennbar, gerade durch die Reflexion der Abendstimmung in diesem Fall. Ist es einfach so, dass diese Brücke so ins Nichts verläuft, ins Unendliche verläuft und oben und unten einfach nur eine Art Farbverlauf drüber liegt. Und das wurde eben erreicht durch die 6 Minuten Belichtungszeit. An dieser Stelle ist es so, das Wasser fließt sehr viel langsamer, als es zum Beispiel bei einem Wasserfall der Fall wäre. Und es war ohnehin ein relativ windstiller Tag. Das heißt, das Wasser war kaum in Bewegung und es gab kaum Wellenbewegung. Und um das jetzt wirklich komplett spiegelglatt zu kriegen, dass also wirklich auch keine kleine Krisselbewegung mehr sichtbar ist, muss man mit der Belichtungszeit wirklich in recht hohe Gegenden gehen. Deshalb hier die 6 Minuten. Ich habe am gleichen Tag auch noch Belichtung gemacht mit 8 Minuten. Denn je weniger Bewegung da ist, umso länger braucht die Kamera, um dieses bisschen an Bewegung auch dann tatsächlich verschwinden zu lassen, weil eben nicht so viel Informationen zur Verfügung stehen, aus denen sozusagen ein Mittelwert gebildet werden kann, was eine Langzeitbelichtung eigentlich immer tut. Deshalb an dieser Stelle also 6 Minuten Belichtungszeit, um das Wasser hier von der See wirklich spiegelglatt zu kriegen und absolut perfekt ebenmäßig, damit es dem Himmel in nichts nachsteht.